ייקח להודירו. על הכך נבוע רבוע, לינם רם קם, קלה עם קם אני מני, לדקבה. Wie sieht es aus? Manuk maraka naja, ki namabam, yak manala, ham inu memnu, naja naya ankam mimik maraka. Das klingt nicht gerade legal. Laboram amka, mamni nikak, nagnaya mamni kamkam, rujakak, yam kim aliam. Entschuldigung, Ziffer 9. Willkommen an der östlichen galaktischen Front. Dieses ganze Sternensystem ist ein Krisenherd. Republik und Imperium testen gegenseitig ihre Stärke aus. Und dazwischen lauern die Terroristen. Wie schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich bin auch froh, euch zu sehen. Schade, dass die Umstände so unerfreulich sind. Die Leute des Adlers benutzen den Krieg als Deckmantel für ihre lokalen Aktivitäten. Balmorra ist ihr Ausbildungslager. Hier rekrutieren, trainieren und bewaffnen die Zellenmitglieder neue Terroristen. Frische Soldaten, die dann zu anderen Punkten im Netzwerk entsandt werden. Das ist ein entscheidender Teil des Systems. Wo kann ich mich anmelden, um da mitzumachen? Das kann ich euch nicht sagen, aber ihr habt schon die richtige Idee. Ihr braucht Unterstützung vor Ort, um dort die Terrorzelle hochgehen zu lassen. Ich sage einem unserer Mitarbeiter Bescheid, dass ihr dort seid. Lecoeur Renault ist der Stationschef in Sobrik, der imperialen Siedlung, in der ihr gelandet seid. Er leitet den Geheimdienst auf Balmorra und kann euch mehr Auskünfte erteilen. Gibt es noch etwas, das ich wissen müsste? Renaults Geschäftszentrale ist als Waffenhandlung getarnt. Er erwartet euch bereits. Verliert keine Zeit, Ziffer 9, und passt auf, was ihr sagt. Wenn etwas schiefläuft, habt ihr bald den halben Planeten am Hals. Ja, wen haben wir denn hier? Lasst mich euch ansehen. Hervorragend! Niemand wird jemals einen Fremdling verdächtigen. Endlich hat der Aufseher jemanden geschickt. Zu schade, dass erst eine Katastrophe geschehen musste, bis das Hauptquartier reagiert. Sprecht ihr vom Angriff auf Drummond Kaas? Das kann man doch nur Katastrophe nennen. Tausende tot, ein Mitglied des Rats der Sith ermordet. Kaum zu glauben, dass das Imperium so tief gesunken ist. Aber ich bin ein schlechter Gastgeber. Trinkt einen Schluck, entspannt euch von eurer Reise. Der Laden macht vielleicht nicht viel her, aber er ist sicher. Genehmigt ihr euch häufiger einen, wenn ihr im Dienst seid? Habt ihr etwa noch nie mit einem Glas luranischen Brandwein in einer Kantina gesessen und gehofft, dass eure Deckung nicht aufgeflogen ist? Unser Beruf ist gefährlich, Agent. Jeder hat einen anderen Weg, damit umzugehen. Aber kommen wir zum Geschäftlichen. Diese Terroristen, hinter denen ihr her seid, sind mir schon lange ein Dorn im Auge. Sie sind gewissermaßen schlimmer als die Republik. Also kooperieren Sie nicht mit der Republik? Diese Terrorzelle ist selbst herangezüchtet. Aus Balmoranern, die mit der imperialen Herrschaft unzufrieden sind. Ich habe den Verdacht, dass die Republik die Terroristen stillschweigend unterstützt. Wir sind ihr gemeinsamer Feind. Also tun wir unser Bestes, um mit den Bombenanschlägen und den Sabotageaktionen zurechtzukommen. Ich höre zu, bitte. Der Gouverneur statuiert nach jedem Angriff an einigen Dutzend Balmoranern ein Exempel, aber das zeigt nicht viel Wirkung. In der Zwischenzeit habe ich die Struktur der Terrorzelle studiert und es gibt gute Neuigkeiten. Wenn wir den örtlichen Anführer erledigen, sollte die Zelle zerfallen. Ihr habt diesen Plan, aber ihr habt ihn nicht in die Tat umgesetzt. Ja, nun, wir wissen nicht wirklich, wer der Anführer ist. Die Terroristen nennen den Mann Grauer Stern. Er leitet die Zelle, gibt Befehle und kennt alle Geheimnisse. Angeblich hat der Graue Stern mit dem Adler zusammengearbeitet, aber wer weiß das schon? Nur die hochrangigen Mitglieder der Zelle kennen die Identität des Grauen Sterns. Wir können ein Zellenmitglied gefangen nehmen und die Folterdroiden auspacken. Das sollte uns die gewünschten Informationen verschaffen. Das klingt schmutzig. Sehr schmutzig und würde vermutlich unsere Beute alarmieren. Ich schlage eine andere Strategie vor. Ich habe bereits einen Maulwurf in der Terrorzelle. Er ist ein guter Kerl, allerdings keine Ziffer. Er kann euch reinbringen. Ihr hättet die Möglichkeit, die Terroristen zu beeindrucken, ihr Vertrauen zu gewinnen.
Und mir Zugang zu ihrem Anführer verschaffen. Exakt. Der graue Stern wird uns gehören. Sanyu Pine, mein Agent, kann euch den Terroristenanwerbern bei der Droida-Militärfabrik außerhalb der Sicherheitszone vorstellen. Aber achtet darauf, wie ihr euch gebt. Wenn die Terroristen euch verdächtigen, zum Imperium zu gehören, verliert ihr den grauen Stern und euer Leben. Verschwendet nicht eure Zeit, Sanyu. Ihr habt Glück, dass ihr überhaupt hier seid. Ich hab euch diese Störgeräte besorgt, oder etwa nicht? Ihr schuldet mir was. Vielleicht nicht viel, aber ihr schuldet mir was. Wann habt ihr zum letzten Mal für uns eine Operation durchgeführt? Was? Kommt schon, das hatten wir doch schon. Der graue Stern hat nicht nach Feiglingen gefragt. Und der Adler auch nicht. Glaubt ihr? Hey, sieh an, wer es endlich geschafft hat. Es ist schön, euch leibhaftig zu treffen. Das sind die Leute, von denen ich euch erzählt habe. Ich denke, ihr werdet gut mit ihnen auskommen. Hoffentlich besser als ich. Ihr seid niedlich. Ich denke, ich könnte mich daran erinnern, wenn wir uns schon mal getroffen hätten. Was? Ich kenne... Tut mir leid. Ich musste bei unseren Holonetz-Gesprächen vage bleiben. Mein echter Name ist Sanyu Pine. Chemisch, das ist die Frau, die nach der Übertragung vom Adler mit mir in Verbindung getreten ist. Sie will bei uns mitmachen. Aha. Sanyu sagt, ihr habt auf Drakenvel gegen die Imperialen gekämpft. Das Imperium soll einen Preis auf euren Kopf ausgesetzt haben. Ich wusste nicht, dass ihr auf Drakenvel wart. Wir sollten uns unterhalten. Ist das alles wahr? Seid ihr tatsächlich so gut im Töten und wollt das Imperium von Balmorra vertreiben? Glaubt ihr, ich würde meinem Ruf nicht gerecht? Vielleicht glaube ich das. Könnt ihr es mir verübeln? Ich heiße Chemisch. Diese Leute hier, sie folgen dem grauen Stern, unserem Gründer. Das Imperium spuckt auf sie, lässt sie verhungern und bestraft sie. Nun zu euch. Ihr seid nicht von Balmorra. Ihr habt nicht mitgemacht, was sie durchmachen mussten. Was mich zu der Frage führt, inwieweit ich euch trauen kann. Wer hat euch hier zu Richter und Geschworenen in einer Person gemacht? Seht ihr diese Kybernetik? Die habe ich mir verdient, als imperiale Soldaten mich den Folterdroiden vorgeworfen haben, weil ich bedrohlich aussah. Da war ich 18. Verdammt! Chemisch, ich wusste nicht... Sicher, Sanyu. Also, ja, ich habe mir hier Respekt verdient. Ich genieße das Vertrauen vom grauen Stern. Ihr habt noch viel vor euch. Es ist so, ich habe kein Problem, Leute für Sabotage und Selbstmordaktionen zu finden. Aber echte Soldaten? Sie sind schwer zu finden. Also, nehmt einen Job an und erweist euch als nützlich. Dann reden wir weiter. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Was ist das für ein Job? Es gibt eine verlassene Fabrik nicht weit von hier. Dort wurden Droiden gebaut. Aber die Verteidigungssysteme drehen durch, seit das Imperium die Kontrolle übernommen hat. Es wimmelt nur so von außer Kontrolle geratenen Sicherheitseinheiten. Außerdem gibt's dort teure Ausrüstung. Geht rein. Es gibt dort etwas, das ich will. Sagt, was es ist, und es gehört euch. Die Okara-Droidenfabrik hat abgeschirmte Energiekerne für Tarndroiden hergestellt. Ich will eine Kiste davon für meine Leute. Meine Leute können die Kerne in Bomben umbauen und diese an feindlichen Basen platzieren. Dank der Tarntechnologie wird sie keiner bemerken, bis es zu spät ist. Klingt gemein, aber manchmal ist gemein genau das Richtige. Stellen wir eins klar. Das ist ein Test. Solltet ihr scheitern, braucht ihr nicht zurückzukehren. Wir werden euch einfach töten. Viel Glück. Und seid vorsichtig. Die Fabrik ist ein ungemütlicher Ort. Dank sei den Sternen, dass ich euch erreicht habe. Tut mir leid, dass vorhin. Als Chemisch dabei war, konnte ich nichts sagen. Stationschef Renault hat mir gesagt, dass ihr vom imperialen Geheimdienst seid. Also habe ich alles so schnell vorbereitet, wie ich konnte. Wie auch immer. Ich bin Sanyu Pine. Aber das wisst ihr wohl schon. Wie sieht es aus? Chemisch hat euren Hintergrund überprüft. Der Geheimdienst hat ganze Arbeit geleistet. Da gibt's kein Problem. Ich gebe mein Bestes, um etwas über den Anführer der Zelle herauszufinden, den Grauen Stern.
Vielleicht erfahrt ihr mehr, wenn Chemisch euch vertraut. Chemisch für mich zu gewinnen hat oberste Priorität. Richtig. Nun, sie ist eine Fanatikerin, aber sie respektiert Ergebnisse. Je mehr ihr sie beeindruckt, desto mehr gibt sie euch. Eines noch, diese Energiekerne, hinter denen ihr her seid, ihr wisst, was Chemisch damit vorhat, ja? Sie wird Zobrik angreifen. Sie wird einige der neuen Rekruten die Bomben platzieren lassen, um die Stadt und die imperiale Basis zu treffen. Verluste? Wie viele Verletzte? Wie viele Tote? Was? Woher soll ich das wissen? Hört einfach zu! Ich kenne einen Weg, um die Energiekerne zu deaktivieren, ohne dass Chemisch euch verdächtigt. In der Fabrik gibt es eine Maschine, die das kann. Wenn ihr die versiegelte Kiste durch die Maschine laufen lasst, werden die Kerne geröstet. Chemisch wird sehen, dass ihr sie nicht geöffnet habt und wird annehmen, dass sie mit der Zeit verfallen sind. Wenn ihr euch irrt, wird die gesamte Mission ein Fehlschlag. Das ist keine Option. Ich... Hört zu, es tut mir leid. Das stand mir nicht zu und es wird nicht wieder passieren. Die Mission ist zu wichtig, als dass Chemisch Verdacht schöpfen dürfte. Ich sehe euch dann, wenn ihr zurück in Droida seid, okay? Sanyo Ende. Ist er nicht niedlich? Und irgendwie dumm, was? Wenn er Geld hätte, wäre er perfekt. Wenn ihr ihn wollt, könnt ihr ihn haben. Jeder, den ich will, gehört mir. Das ist Teil meines Zaubers. Aber Sanyo will ich nicht. Wie dem auch sei, lasst uns diese Maschine finden. Oder auch nicht. Schon zurück? Eure Freundin ist schnell, Sanyo. Ich sagte ja, sie ist gut. Ihr sagt viel. Aber ich verlangte nach den Tarndroiden Energiekernen. Wenn ihr sie nicht habt, verschwendet ihr meine Zeit. Gleich hier, Chemisch. Die ganze Kiste. Alles für euch. Ah, anscheinend habt ihr es wirklich bis zur Fabrik geschafft. Es dauert ein bisschen, diese Kiste zu öffnen. Sanyo, holt Pyther und einen Droiden. Ich denke, wir haben es. Öffnet die Kiste. Sehen wir nach, ob unser Neuzugang alles richtig gemacht hat. Offensichtlich ist alles hier. Die Energiekerne zeigen volle Funktionalität an. Ah, das ist schön. Sehr schön. Ich glaube, es ist Zeit, ein paar Imperiale hochzujagen. Ganz meine Meinung. Die Zeit ist gekommen. Ich treffe die Vorbereitungen. Wisst ihr, ich erwartete nicht viel. Ich wusste nicht, ob es euch ernst ist. Ob ihr die Fähigkeiten besitzt. Ich weiß immer noch nicht, wie weit ich euch trauen kann. Aber ihr habt Talent. Ich schwöre, ich werde euch meinen Glauben an die Sache beweisen. Ich will keine Versprechen. Aber ich bin bereit zu sehen, wohin das führt. Während meine Leute die Energiekerne vorbereiten und sie rund um Zobrik platzieren, werdet ihr etwas anderes tun. Habt ihr die Höhlen in diesem Tal gesehen? Dunkel, eng und dreckig. Aber sie eignen sich gut als Versteck. Die Scanner kommen einfach nicht durch. Das ist für alles Mögliche nützlich. War offensichtlich eine gute Entdeckung. Der Graue Stern richtete vor einiger Zeit einen Ausbildungsaußenposten in den Höhlen ein. Dann begann das Imperium, Gasbomben auf die Republik zu werfen. Der Außenposten war vergiftet. Toxin gelangte in den Boden und verwandelte ganz normale Kinder in sabbernde Psychos. Die Höhlen wurden von unseren eigenen Leuten überrannt. Gebt mir den Befehl, dann sichere ich den Ort für euch. Sabbernde Killer oder nicht? Ihr seid nicht gerade zimperlich. Verlockend. Aber nein. Wir wollen unsere Verluste einschränken. Aber auf den Außenpostencomputern sind noch Daten. Ich will, dass sie nach außen übertragen und die Systeme zerstört werden. Sanyo, geh an eine höher gelegene Stelle außerhalb der Stadt. Du kannst das Signal mit einer Verstärkerbox empfangen. Alles klar? Es wird nicht einfach, die Daten zu bekommen. Aber ihr habt die Fabrik gemeistert, also könnt ihr auch den Außenposten überleben. Ich weiß, was ich tue. Ich werde die Höhlen überstehen. Geht jetzt. Ich habe ein paar Energiekerne zu verteilen und einen Angriff zu planen. Ich empfange euer Signal. Gebt mir eine Minute, um die Frequenz zu justieren, dann übertrage ich die Daten.
Ich habe eben mit Stationschef Renault gesprochen. Er sagt, einige Sprengsätze sind in Sobrek explodiert. Vermutlich eure Energiekerne. Es hat eine Kaserne und ein Vorratslager erwischt und einige der Startrampen wurden beschädigt. Ein paar Dutzend Verluste. Ich dachte nur, ihr solltet das wissen. Wir haben getan, was notwendig war, um die Mission zu erfüllen. Sicher. Ich konzentriere mich weiter. Wisst ihr, ich denke, einige der Daten kommen vom Grauen Stern persönlich. Befehle, Informationen, all solche Sachen. Mist. Hier ist eine Liste mit Kollaborateuren. Balmorana, die seit der Besatzung mit dem Imperium zusammengearbeitet haben. Chemisch hasst Kollaborateure. Ihr seid selbst ein Kollaborateur, nicht wahr? Ich schätze schon. Chemisch will die Liste vermutlich veröffentlichen. Wenn die Kollaborateure bloßgestellt werden, werden einige Balmoraner sie tot sehen wollen. Unter den Namen sind auch Amtspersonen, Fabrikbesitzer, die ganze Bandbreite. Wenn die umgebracht werden, wird der Gouverneur alle bestrafen. Das geht mich nichts an. Hör zu. Ich kann die Liste an die imperialen Behörden schicken. Sie können die Kollaborateure beschützen, sollte Chemisch die Namen veröffentlichen. Ihr habt eure Loyalität mit den Bomben in Sobrek schon unter Beweis gestellt. Wir können hier ein kleines Risiko eingehen. Das ist nicht eure Entscheidung. Ich opfere die Mission nicht für eure moralischen Bedenken. Ich... Ja, das verstehe ich. Ich muss mich abmelden und zurück nach Troida. Ihr solltet das Gleiche tun. Sanyo Ende. Wie konntet ihr nur seine Gefühle verletzen? Er respektiert euch so sehr und ihr wart gemein zu ihm. Er wollte nur ein paar Leben retten. Wie wollt ihr zwei nur jemals euer Glück zusammenfinden? Der arme Junge ist am Boden zerstört. Ich bin nicht an ihm interessiert. Belassen wir es dabei. Sanyo wird nie erfahren, was er verpasst hat. Was ist? Gehen wir? So, ihr seid wieder da. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Alle Daten sind unbeschädigt. Hat Sanyo euch erzählt, dass auf den Computern eine Liste imperialer Kollaborateure war? Ihr habt uns geholfen, die Verräter aufzudecken. Das ist die schlimmste Art von Abschaum. Ich hoffe, sie erhalten die gerechte Strafe. Das werden sie. So viel kann ich versprechen. Wisst ihr, ihr habt mich wirklich beeindruckt. Wir brauchen Hunderte wie euch. Aber stattdessen haben wir... Tja, wir haben Sanyo. Der hübsche Sanyo, der immer schon etwas zart beseitet war. Was wollt ihr damit sagen? Ja, Chemisch, was meint ihr damit? Ich meine, ihr seid zu einer Bürde geworden. Tut mir leid, ich hätte mich schon früher um ihn gekümmert. Aber ich dachte, ihr solltet dabei sein. Was war das denn? Seit ihr dabei seid, verhielt Sanyo sich seltsam. Er war wegen der Energiekerne nervös und ich ertappte ihn, wie er die Liste der Kollaborateure kopierte. Ich war schon lange Zeit misstrauisch. Und jetzt, da ihr da seid, muss ich das Risiko mit ihm nicht mehr eingehen. Und was geschieht jetzt? Zurück zum Geschäft. Ich brauche euch für einen Spezialauftrag, einen sehr wichtigen. Kennt ihr unseren Anführer, den Grauen Stern? Normale Rekruten treffen ihn nie und dafür gibt es einen Grund. Der Graue Stern operiert aus dem Inneren der republikanischen Militärbasis heraus. Dieses Geheimnis wurde vom Imperium niemals entdeckt. Ich verstehe nicht. Ich dachte, der Graue Stern wäre unabhängig. Der Graue Stern ist Balmoraner. Er kämpfte für Balmora gegen das Imperium. Er schloss sich den republikanischen Truppen an, weil er sonst nirgendwo hin konnte. Aber die Republik weiß nicht, dass einer ihrer Soldaten unser Anführer ist. Wenn sie es herausfinden, sperren sie ihn ein. Sie sind nicht unsere Freunde. Das werden sie nie sein. Lasst mich raten. Die Republik darf nichts erfahren. Ich habe eine Nachricht vom Grauen Stern. Er glaubt, die Republik beobachtet ihn. Er hat beschlossen, sich uns anzuschließen. Wir müssen ihn aus der republikanischen Basis bei der balmoranischen Waffenfabrik evakuieren. Das heißt, ihr geht rein und holt ihn raus.
Ihr werdet es nicht bereuen, mich geschickt zu haben, Chemisch. Das hatte ich auch nie geglaubt. Wenn der Auftrag erledigt ist, taucht eine Weile unter. Ich will euch nicht überstrapazieren. Der Graue Stern und ich richten einen neuen Unterschlupf ein und kontaktieren euch, wenn wir eine Aufgabe haben. Alles klar? Ich breche sofort auf. Es wird ein langer Weg zur republikanischen Basis. Viel Glück. Und danke für alles, was ihr getan habt. Es wird Zeit für euch zu sterben, jämmerlicher Irrer. Ich erwarte so schnell wie möglich einen ausführlichen Bericht, Stationschef. Natürlich, natürlich. Sobald sich die Dinge beruhigt haben. Wen haben wir denn hier? Na, wenn das nicht Ziffer höchstpersönlich ist, die triumphierend an unsere Tür klopft. Ich habe dem Aufseher gerade von euch berichtet. Was spielt sich hier ab? Renault fasst für Ziffer 9 die Situation zusammen. Wir haben ungewöhnliche Nachrichten von den Streitkräften der Republik abgefangen, die darauf anspielen, dass einer ihrer Leute ermordet wurde. Nun, bevor Sanyu Pine starb, schickte er uns einige faszinierende Daten. Wir kombinierten die Puzzleteile und uns wurde klar, dass ihr den Grauen Stern getötet habt. Ich kann sein Blut immer noch an meiner Kleidung riechen. Das sollte sich mit der Zeit rauswaschen, was? Ohne den Grauen Stern werden die überlebenden Terroristen einige Wochen Amok laufen, aber wir werden sie schon bald zusammengetrieben haben. Die Balmoranische Zelle ist keine Bedrohung mehr. Die anderen Zellen im Netzwerk des Adlers werden von dieser Welt keine Rekruten und Vorräte mehr erhalten. Kaum zu glauben, dass diese Leute jemals eine Bedrohung dargestellt haben. Diese Leute haben dabei geholfen, ein imperiales Schlachtschiff zu zerstören und Darth Yadus zu meucheln. Sie waren eine tödliche Bedrohung. Stationschef Renault wird ab hier alles übernehmen. Er wird aufräumen und etwaige Entdeckungen an das Hauptquartier weiterleiten. Wenn ihr zu eurem Schiff zurückkehrt, meldet euch bei Wächter 2. Sie wird euch über alle neuen Entwicklungen informieren und Credits auf eure Diskretionskonten überweisen. Erstaunlich, wie ein paar Credits die Laune heben. Kann es sein, dass ihr den falschen Beruf gewählt habt? Das war wieder einmal gute Arbeit, Ziffer 9. Aufseher, Ende. Der Mann verbirgt es gut, aber die Anstrengungen zehren an ihm. Wahrscheinlich befürchtet er, dass der Rat der Sith ihm bei lebendigem Leib die Haut abzieht. Ich glaube nicht, dass ich verstehe, wovon ihr redet. Versteht mich nicht falsch, ich gebe ihm keine Schuld an dem, was geschehen ist, aber Darth Yadus wurde während seines Dienstes ermordet. Aber jetzt ist nicht die Zeit, über Politik zu diskutieren. Ihr habt euch eine kleine Feier verdient und ich habe noch andere Aufgaben. Ich bin froh, dieses Schlammloch endlich verlassen zu können. Gebt mir 20 Jahre! 20 Jahre und wir haben aus diesem Planeten eine echte imperiale Welt gemacht. Nicht schlecht, Agent. Gar nicht schlecht. Ihr und ich, wir bewegen etwas. Sichere Funkverbindung hergestellt. Hier ist Wächter 2. Ich bin froh, dass ihr euch meldet, Ziffer. Der Funkverkehr zwischen den überlebenden Zellen hat zugenommen. Und es scheint, dass der Adler einen weiteren Angriff plant. Wir werden mit allem fertig, was er sich ausdenkt. Hoffentlich habt ihr recht. Der Adler hat nur eine Zelle gebraucht, um die Dominator hochzujagen und Darth Yadus auszuschalten. Bei seinem nächsten Angriff will er das gesamte Terrornetzwerk einsetzen. Aber die Nachrichten, die wir abfangen konnten, sind leider viel zu vage. Nur versteckte Hinweise auf Geräte, die sie Vernichter nennen. Habt ihr eine Ahnung, um was es sich bei so einem Vernichter handelt? Um eine Art Waffe. Aber ob es ein Laser, ein Virus oder sonst etwas ist, wissen wir nicht. Viel mehr können wir im Moment nicht machen. Ihr müsst euch darauf konzentrieren, das Terrornetzwerk zu vernichten. Wenn ihr die größeren Zellen eliminiert, können wir weitere terroristische Schaltzentralen identifizieren. Gelingt euch das oft genug, bricht das Netzwerk auseinander. Diese Information weiß ich zu schätzen. Gibt es sonst noch was?
Ich werde alles tun, was von hier aus möglich ist. Es ist 4 Tage her, seit ich die Zitadelle verlassen habe. Aber ich habe es nicht eilig. Wir bleiben in Kontakt. Wächter 2, Ende.